Karin, du bist jetzt keltischer Priester. Mhm. Wie fühlt man sich jetzt nach der Zeremonie? Einerseits total frei und andererseits wird einem jetzt erstmal so richtig bewusst, was du für eine Verantwortung trägst. Dir gegenüber, den anderen gegenüber. Das ist ähnlich wie Schulanfang. Du kriegst deine Zuckertüte überreicht und musst aufpassen, dass du keinen Bauchweh kriegst, weil du mit dir zu viel davon isst. Kann auch schief gehen. Und was bedeutet es jetzt für dich, dass du Priester bist? Gott, wie soll ich das sagen? Was bedeutet das für mich? Ich meine, ich habe ja im Prinzip eine lange Zeit schon in der Richtung gearbeitet. Es ist jetzt, sage ich jetzt mal, fest, offiziell legitimiert, wenn man das so nennen darf. Ich hatte nicht den Eindruck, dass ich, als ich gearbeitet habe, im Prinzip schon in die priesterliche Richtung, dass ich da eine Legitimation brauche, weil wenn es nicht funktionieren sollte, wenn es nicht sein sollte, hätte ich die Arbeiten nicht machen können, die ich gemacht habe. Jetzt kommt halt nur so mehr oder weniger das Siegel drauf. Und ja, die Verantwortung. Und ich bin jetzt für diese Dinge, die ich tue, selbst verantwortlich, eigenverantwortlich. Und muss natürlich mit Konsequenzen rechnen, mit anderen Konsequenzen rechnen, wenn ich einen größeren, gravierenderen Fehler mache, als wenn ich die Priesterweihe nicht bekomme. Und für manche Menschen ist es wichtig, wenn sie sich einem anvertrauen, dass sie sagen oder dass man sagen kann, hör zu, ich habe die Legitimation, ich kann mich Priester nennen, ich bin Priester. Ich bin nicht irgendeiner, der sich damit ein bisschen beschäftigt oder der meint, er hätte das Handwerk dazu, sondern ich bin's. Für manche Menschen ist es einfach wichtiger, um weiterzukommen. Vertrauen zu haben oder ihren Weg zu finden, wie man es nennen mag. Hinsichtlich der Verantwortung, welche Art von Verantwortung übernimmst du? Die Verantwortung. Schwierig. Kann ich auf die Kürze nicht sagen. Die Verantwortung zum Beispiel, dass ich mir dessen bewusst bin, wenn ich irgendjemandem einen Rat gebe oder wenn ich gerufen werde, ein Urteil zu fällen oder zwischen. Ja, zu entscheiden, was tun, dann trage ich die Verantwortung und die Konsequenzen im Prinzip der Entscheidung, dass ich sage, geh da lang oder geh dort lang. Oder denk selber drüber nach, dass ich teilweise auch entscheiden muss, euch zu, Mädel, Junge, du musst das selber rausfinden, ich kann ja da nicht helfen. Oder es ist noch nicht die Zeit. Oder du musst dir woanders Rat suchen. Ich kann dir nicht weiterhelfen. Da die richtige Entscheidung zu finden, denjenigen, den Hilfesuchenden hinzuschicken. Sich nicht überschätzen. Auch abgeben und sagen, ich weiß nicht weiter. Auch das Eingeständnis. Auch wenn ich Priester bin, dass ich nicht allwissend bin. Also immer dieses Mensch bleiben und dieses Überlegen, ja, geht es, kann ich das, geht es nicht.
das auch mal zurückziehen und sagen, hör ich zu, ich muss selber erstmal nachhaken, nachfragen. Es bedarf der Überlegung, des Lernens, des Überprüfens, ob das, was ich meine, dir sagen zu müssen, wirklich das Richtige ist. Bei manchen Dingen ist man sich hundertprozentig sicher, dann kommt das von ganz alleine, plapp. Und bei manchen Dingen, wenn du schon das Zweifeln anfängst oder das großartige Überlegen anfängst, ja, was sage ich jetzt, wie soll ich darauf antworten, zeigt eigentlich, dass du dir nicht ganz im Klaren bist, also die Antwort noch nicht da ist. Entweder, dass es gar nicht kommt oder dass die Antwort später kommt oder dass du eben erst nochmal dich zurückziehen und darüber nachdenken musst, weil Weisheit muss immer irgendwo hinterfragt werden, weil es ist die Weisheit der Alten und dann musst du auch überprüfen, passt die Weisheit der Alten zu dem, was jetzt passiert. Also wirst du dir in der Zukunft auch die Aufgabe machen, Menschen von ihrem Seelenproblem versuchen zu helfen. Das ist das, was ich in meinem Eid gesagt habe. Denen, die meiner Hilfe bedürfen, die mich da um Hilfe bitten, werde ich auf alle Fälle meine Hilfe zukommen lassen, soweit es in meiner Macht steht. Natürlich auf der Suche nach ihrem Anamkara, ihrem Seelenfreund, weil das ist das, was die Menschen treibt. Die Frage, wer bin ich, wo komme ich her, wo will ich hin, was muss ich tun, um das zu sein, was ich bin. Aber das habe ich bisher auch schon gemacht. Ich meine, das hängt mit der Priesterschaft in dem Sinne nicht zusammen. Oder nur in indirekten Geschichten. Ich kann jetzt sagen, okay, wenn ich ein Problem habe, helft mir einfach. Ich bin Priester und ich muss einfach bestimmte Dinge wissen, um weiterzukommen, um zu helfen und um an dieses Wissen ranzukommen, was da ist. Und dann kann ich sagen, ganz höflich, hier, Leute, wie sieht's denn aus? Könnt ihr mir weiterhelfen oder nicht? Und dann sagen die, ja oder nein? Oder geh mal lieber dahin oder geh mal lieber dorthin. Und manchmal muss man auch fordern. Das musste ich auch erst lernen in der letzten Zeit, dass ich sage, okay, ich habe mich auf die ganze Geschichte eingelassen. Ich kann auch fordern, ich kann auch sagen, hierzu, helft mir. Wenn ihr wollt, dass da was Richtiges dabei rauskommt, dann helft mir. Ich weiß nicht, wen ich fragen soll, ihr wisst das besser, was soll ich mir die große Mühe machen, mir rennt die Zeit weg. Sagt mir's. Gebt mir die Informationen direkt. Ohne, dass ich groß bitteln und betteln muss, sondern gebt sie mir einfach. Es ist immer nicht dieser große Ernst dahinter, den man vermutet, wenn man es mit Göttern zu tun hat, weil die sind teilweise ziemlich kindisch. Sind auch nur Menschen. In gewisser Hinsicht. Und deshalb haben sie uns wahrscheinlich in dieser Gestalt gemacht. Ich meine, was ist naheliegender? Wir sind ja auch irgendwo Kinder. Schade für den, das nicht ist. Ja, bedauerlich. Und wenn zu dir jemand kommt und leidet an Depressionen, siehst du dann auch etwas, deine Aufgabe darin, diesen Menschen zu helfen? Oder würdest du eher sagen, geh zum Psychologen?
Ich würde erstmal versuchen zu hinterfragen, ohne dass derjenige in irgendeiner Weise das vielleicht spürt. Wo liegen die Ursachen? Und wenn ich erkenne, es ist ein medizinisches Problem, das sind medizinische Ursachen da, und es wird vielleicht sogar schon medikamentös behandelt, würde ich es einfach bei einem Gespräch belassen mit demjenigen, einfach mal rauszufinden, wo liegt der Hase im Pfeffer und wie weit ist die Behandlung? Ist er überhaupt schon für bestimmte Dinge bereit, die ich tun würde, um an den Kern ranzukommen und zu sagen, wir packen die Sachen bei der Wurzel? Ist er überhaupt dazu fähig oder erleidet er einen Totalzusammenbruch? Und wenn ich das sehen würde, dass er einfach nicht dafür die Kraft hat und nicht so weit ist, sage ich euch zu, geh zu deinem Therapeuten weiterhin. Und wenn der Therapeut dann ein Stückchen weitergekommen ist, dann komm wieder. Und dann gucke ich nochmal. Also auch um die Gefahr auszuschließen, dass sich dieser Mensch in weitere Depressionen begeben könnte. Ja. Ja, nicht nur das, dass er sich verliert. Nicht nur, dass er in die Depression weiter hineinfällt, sondern dass er sich völlig verliert. Das kann ja in eine ganz andere Richtung schlagen. Dass er völlig aushakt, wenn ich jetzt irgendwelche bestimmte Dinge mit ihm mache und das nicht bedenke. Seine seelische und auch seine körperliche Verfassung. Er kann einen Herzinfarkt kriegen und solche. Ich meine, es ist alles möglich. Wenn Dinge aufgewühlt werden, die du meinst, versteckt zu haben und vergraben zu haben, und du gehst dann nicht mehr ran und es kommt einer daher, und wie der Elefant im Porzellanladen tritt die Lawine los und dann wirst du überrollt. Und das sind auch diese Verantwortungen zu sagen, okay, das ist das Ding, was wir rauskriegen müssen, aber es muss erst noch andere Vorarbeit geleistet werden, um da helfen zu können, einfach weil es sonst nicht verkraftet, weil das, wenn wir jetzt das machen würden, wahrscheinlich das schlimmer machen würden, als es ist. Oder vielleicht mehr noch mehr zuschütten, dass er noch mehr dicht macht. Dass dieses kleine Türlein, was er von sich aus geöffnet hat, indem er zu mir gekommen ist, dass ich das selber zuschlage und dann wäre ich richtig bescheuert. Und das ist dieses Fingerspitzengefühl und einfach dieses Verlassen darauf, okay, ich werde das Richtige tun. Die Christen würden sagen, Gott vertrauen. Man blickt nie in einen Menschen hinein. Selbst wenn er stabil ist. Relativ. Ja, selbst wenn er stabil wirkt, also denke ich, es können Sachen unter Verschluss sein, die einfach für die Außenwelt, vielleicht auch für dich, dann nicht erkennbar sind. Doch. Das verneine ich. Es kann sich ein Mensch nicht so verschließen, dass du nichts erkennst. Er möchte das gern, aber es funktioniert nicht. Ich spüre es, weil ich den Kontakt zur Seele habe. Da kann der Körper machen, was er will. Wenn die Seele spinnt, kriegst du das mit. Und wenn die schreit und wenn da noch körperliche Zeichen da sind, dann ist es eindeutig. Das ist nicht dieses Sehen mit den Augen, sondern es ist das Sehen. Und dazu muss man selber sehr feinfühlig sein. Ja, klar. Die Frage bricht sich eigentlich, wenn man nicht feinfühlig ist. Was will ich dann empfangen, wenn meine Antennen nicht funktionieren, meine Sensoren